Crimson Desert. Hi Leute, das ist Sano hier. Dieses Game hier hat extrem viel Hype erzeugt, so über die letzten Jahre. Es sieht einfach fantastisch aus. Es sieht zu gut aus, um wahr zu sein. Es hat so ein paar The Day Before Vibes, wo man denkt, keine Ahnung, ist das hier wirklich nur eine Tech-Demo oder steckt da wirklich mehr dahinter? Ist das wirklich ein Singleplayer-Game? Was ist da los bei Pearl Abyss? Pearl Abyss ist auch der Entwickler von Crimson Desert. Die haben so Games gemacht wie hier Black Desert, was ein MMO ist, im ganz großen Stil. Und das Ganze hier, Crimson Desert, jetzt als Singleplayer-Spiel geplant. Und man hat immer wieder mal so, einmal im Jahr, wenn überhaupt, hat man irgendwas mitbekommen, irgendeinen kleinen Mini-Trailer oder irgendwas. Und niemand war sich so recht sicher, was da wirklich passiert, weil es sieht aus wie eine Mischung aus Dragon's Dogma, aus GTA, aus Breath of the Wild, aus allem Möglichen sind gute Sachen geklaut. Wirklich, es sieht wirklich so aus, als ob sie einfach zu viel möchten. Jetzt gibt's eine offizielle Meldung der Entwickler, dass das Game tatsächlich spielbar sein soll. Und zwar in gar nicht allzu langer, in gar nicht allzu weiter Ferne, und zwar auf der Gamescom dieses Jahr. Und zwar heißt es dort, die Entwicklung von Crimson Desert ist in die Endphase eingetreten und wir planen ernsthaft mit der Vermarktung zu beginnen. Wir werden an der Gamescom teilnehmen, einem globalen Gaming-Event, damit Benutzer das Spiel aus erster Hand erleben können. Wir planen, eine Gelegenheit zu bieten, um es auszuprobieren. Auf der Gamescom werden wir uns auf die Werbung für das Spiel konzentrieren und planen, Vorbestellungen und Veröffentlichungspläne später zu veröffentlichen. So Pearl Abyss CEO Yin Jung Heo während einer Konferenz anlässlich der Ergebnisse des ersten Quartals. Das Ganze klingt sehr, sehr nice. Ich freue mich da tatsächlich schon lange auf das Game. Wenn es denn eins ist. Ich meine, es sitzt im Hintergrund, es sieht absolut mega aus. Und ich kann echt nur hoffen, dass da auch nur ansatzweise das drinsteckt, was man hier in den ganzen Trailern immer gesehen hat. Bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Wer von euch wird auf der Gamescom sein, um das eventuell anspielen zu können? Schreibt mir Kommentare und ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Bye.